Hallo, Freunde der telefonischen Betrügerjagd. Hier ist der Callcenter Kascha. Heute vier Anrufe von zwei Firmen, deren Erfolg gleich null ist. Mein Erfolg war dagegen, den Betrügern die Zeit zu stehlen, in der sie niemanden anderen betrügen können. Viel Spaß also mit diesem Video. Nach dem Intro geht's los. Hallo. Ja, hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Sabine. Spreche ich mit Jason Reitzmann? Ja, ist richtig. Ja, sehr gut. Ich bin Kundenassistentin. Ich rufe Sie von Axiom an. Ich sehe, dass Sie sich bei uns heute angemeldet haben. Und Und schon haben wir aufgelegt. Hallo? ja, Herr Reismann, seien Sie bitte so nett, ich brauche nur ein paar Minuten Ihrer Zeit. Warum legen Sie denn Ja, auf? ich habe nicht aufgelegt. Ja, ich auch nicht. Gut, dann können wir reden. Das ist Sabina. Ich habe vor einer Minute mit ihr gesprochen, ja? Ja. Also, es geht um Ihre Anmeldung. Sie haben sich bei uns heute angemeldet und interessieren sich für Profit Revolution Trader System. Ist es richtig? Ja, das, ich weiß nicht, wie das Trader-System heißt, aber ich habe mich für, Trader. ja, ich habe mich für einen Nebenerwerb interessiert. Also, es geht um den automatisierten Handel, richtig, richtig. Und Sie waren an uns weitergeleitet, weil wir sind ein offizieller Anbieter finanzieller Dienstleistungen. So zum Beispiel wie Handel am Finanzmarkt. Okay. Sie haben bei uns ein Handelskonto und ich bin Kundenassistentin. Meine Aufgabe ist, Ihnen zu erklären, wie das System funktioniert und Ihnen mit Ihrem Konto zu helfen. Haben Sie jetzt ein paar Minuten Zeit? Können wir Ihr Handelskonto aktivieren? Ja, unter Umständen schon, ja. Also die Aktivierung erfolgt bei uns mit Ihrer ersten Einzahlung in der Höhe von 250 Euro. Das wird Ihre erste Geldanlage. Und Ja, dann wie war jetzt Ihre Webseite nochmal? Weil Sie, Exteom. können Sie es mal buchstabieren? Ja, natürlich. Also Emil, dann X, dann Theodor, dann Emil, dann Otto, dann Michael. Exteom. Ja, und .de? Punkt.com. Ah ja, okay, gut, okay. Dann kann ich ja mal schon mal Ihre Seite mal aufmachen. Gut, sehr Ja, schön. Dann können und Sie Ihr jetzt Handel, erstmal nee, weiter nee, erzählen. und Herr Reismann, also ja, also es ist Folgendes, wie ich schon gesagt habe, die Aktivierung Ihr Handelskonto beginnt mit Ihrer ersten Geldanlage. Danach haben Sie 2 Wochen Testzeit. Sie können schon sich sehen, wie das System funktioniert und wie hoch Ihre Provisionen bei uns sind. Falls es Ihnen nicht gefällt, dann können Sie Ihre erste Geldanlage zurückbekommen. Ja. Wie finden Sie das? Ja, grundsätzlich erstmal ganz schön. Die Frage ist, was kann ich denn bei Ihnen da verdienen? Also bei uns, Ihr Verdienst hängt von 3 Faktoren. Erstens von der Höhe Ihrer ersten Investition. Zweitens vom finanziellen Zustand des Marktes. Und drittens von Ihrer persönlichen finanziellen Strategie, die Sie später mit unserem Hauptkontomanager besprechen werden. Aber im Grunde genommen, Herr Reitzmann, damit Sie verstehen, wir sind ein provisionsbasierendes Unternehmen. Und für uns ist sehr wichtig, dass unsere Kunden wie möglich mehr bei uns verdienen. Weil wir sind mit unseren Kunden in einem Team. Also das bedeutet, je mehr unsere Kunden, je mehr unsere Kunden Provisionen bekommen, also das ist desto für uns günstiger. Wieso soll ein Deswegen Kunde, diese. wieso soll ich als Kunde Provisionen bekommen? Ich will doch verdienen, ich will ja Also keine Provisionen bekommen. es geht um den automatisierten Handel. Ja, Sie aber machen Ihre erste Geldanlage. Sie haben gerade gesagt, dass ich als Kunde Provisionen bekomme.
Haben Sie gesagt? Natürlich, ja, Sie sind unser, klar, Sie sind unser Kunde. Sie Ja, wieso? machen Ihre erste Geldanlage, Ihre Ja, aber erste wieso? Geldanlage. Ich will doch verdienen, ich will doch keine Provision bekommen. Provisionen im Sinne Ihr Verdient. Das, Ja, ja, das ist, was ich Provision ist ja was Sie anderes kann. als ein Verdienst. Ja, dann gut, dann definieren wir folgenderweise. Sie machen Ihre erste Geldanlage, das System handelt und bringt Ihnen Provisionen. Also, und das kann, Sie Gewinne, können diese Gewinne, Provisionen als Ihr Gewinne. Gewinne. Ja. Und bringt Ihnen dann Gewinne oder Provisionen. Sie können das, wie Sie möchten, betrachten, aber Sie erzielen damit zusätzliches Einkommen. Ja, aber Provision ist was anderes als Gewinne. Das ist ja nun klar. Wie definieren Sie denn Provisionen? Sagen Sie, Herr Reismann, ist es wirklich für Sie so wichtig? Ja, Weil ich möchte eigentlich, ich möchte mit Ihnen über ja, Ihr Handelskonto reden und dann sollen Sie vielleicht erzählen. mal nicht so viel reden, sondern einfach zum Punkt kommen. Ja gut, dann wollen wir mal zum Punkt kommen. Also es geht um die Aktivierung Ihres Handelskontos. Wie schon gesagt haben, wenn Sie nicht dagegen haben, dann können wir mit Ihnen Ihr Handelskonto aktivieren, ja? Ja, aber erstmal habe ich noch ein paar wichtige Fragen. Wo sitzt denn Ihre Firma? Der Sämtliche rechtlichen Informationen sind bei uns auf unserer Webseite angegeben. Nee, Alles Rechtliche. die Webseite öffnet sich gerade nicht. Das wird irgendwie. Moment mal, ich öffne gerade jetzt Ja, Exeom.com. ich warte seit 2 Minuten drauf, dass die Webseite sich öffnet. Alle anderen Webseiten. Ich schicke Ihnen Ah, sie gerade einen fallen mir Link. permanent ins Wort. Mein Gott, warten Sie doch mal ab, bis ich ausgeredet habe. Fürchterlich sowas. Wie gesagt, seit 2 Minuten warte ich drauf, dass Ihre Webseite sich öffnet. Immer wieder fängt sie von neuem an zu laden. Da stimmt irgendwas nicht. Aber okay, vielleicht öffnet sie ja im Laufe der Zeit. Die Frage ist, wie alt ist Ihre Firma denn eigentlich? Wie lange sind Sie denn schon am Markt? Im Hallo? Grunde genommen, hallo, im Grunde genommen, also wenn Sie sich für diese Informationen interessieren, ich kann Ihnen dann einen Link schicken für unsere rechtliche Webseite. Ich habe Sie gerade werden dann gefragt, lesen, ich habe ja? Sie gerade was Ja, gefragt. Herr Reismann, Können Sie das ja, ich nicht kann Ihnen, beantworten? Herr Reismann, ich kann Ihnen Folgendes sagen. Nee, Ich Sie bin können mir erstmal antworten Kundenassistentin. auf die Frage. Ja, ich antworte auf Ihre Frage Gut. folgenderweise. Ich bin Kundenassistentin. Ich übe bestimmte und begrenzte Befugnisse aus. Deswegen alles, was ich hier sagen sollte, ich habe Ihnen gesagt. Als SMS bekommen Sie gerade einen Link von mir, wo Sie alle rechtlichen Informationen über unsere Handelsplattform reden können. Geht es? Nee, nee. Ich erwarte beim Erstkontakt, dass ich Fragen beantwortet kriege. Wenn Sie mir gar keine Fragen beantworten können, zum Beispiel, wie alt Ihre Firma ist, wie lange sie am Markt ist oder wo sie sitzt, dann habe ich kein Ich habe Interesse. Ihnen. Ja, Sie haben mich wieder nicht ausreden lassen. Wenn Sie mir nicht sagen können, wo der Sitz Ihrer Firma ist oder wie lange Ihre Firma am Markt ist, dann sind Sie für mich ein falsches Unternehmen. Das erwarte ich eigentlich von jemandem, der mit mir in Kontakt tritt. Wenn Sie das nicht können, dann sind Sie für mich das falsche Unternehmen. Sie irren sich, Herr Reitmann? Sie können mich natürlich gerne an jemanden weiterleiten, der mir das beantworten kann. Alles klar, Herr Reitmann. Machen wir so. Okay, dann leiten Sie mich weiter. Ja. Schönen Tag für Sie heute. Ja, danke. Hallo? Hallo? Hallo. Einen schönen guten Tag, spreche gerade mit Herrn Reismann. Ja, das ist richtig. Mein Name ist Katrin und ich rufe Sie an von der Investitionsplattform. Sie haben bei uns Interesse gezeigt, online zu investieren. Das geht über Ihr Handelskonto. Ja.
Und weswegen mich rufen Sie jetzt gemeldet. an? Bitte? Und weswegen rufen Sie jetzt an? Genau, ich habe mich gemeldet, Sie alles zu erklären, wie bei uns funktioniert. Und weil Sie sind zufrieden, ich kann Sie auch weiter unterstützen mit dem Kontoaktivierung. Von welcher Firma rufen Sie jetzt an? Exeom heißt unsere Plattform. Ah ja. Genau. Haben Sie Interesse, Ihre Konto zu aktivieren? Ich glaube nicht, nein. Haben Sie schon gesehen, wie alles funktioniert bei uns? Ja, aber da sind mir zu wenig Informationen. Okay, an der Plattform, wo Sie haben Ihre Daten eingetragen, können Sie alles über uns sehen. Nö, oder wenn Sie noch Frage ja haben, ich kann Sie alles erklären. Ja gut, dann schauen wir doch mal. Sagen Sie noch mal die Webseite, dann gucke ich noch mal. Okay, wann soll ich mich zurückmelden bei ja, Ihnen? Ja, jetzt gleich. Ich habe Sie jetzt am Telefon. Ah, okay. Kein Problem. Wenn Sie noch Frage haben, ja, Sie ich sollen, kann Sie alles Sie, erklären. Ja, dann sagen Sie doch erst noch mal Ihre Webseite, Ihr Portal. Unsere Plattform heißt XTOM. Ja. Sie haben die Interesse gezeigt. Hallo, buchstabieren Sie das bitte mal. E wie Emil, X wie Xylophor, T wie Thomas, E wie Emil, O wie Otto, M wie Martha. Und dann .com. Ah ja, okay. Genau. So, das ist Ihre Plattform. Gut, dann schauen wir doch mal. So. Und Ihre Plattform, ist das eine erfahrene Plattform? Bitte? Ist Ihre Plattform eine erfahrene Plattform? Sind Sie schon lange am Markt? Ja. Können Sie schon sehen. Wir sind schon von 4 oder 5 Jahren am dem. Ja, ich sehe es gerade. Ja. Ich sehe es gerade. Haben Sie schon Erfahrung? Haben Sie bis jetzt gehandelt oder investiert? Ja, ich habe schon ein wenig Erfahrung. Wo sind Sie denn reguliert? Bitte? Wo sind Sie reguliert? Die Kryptowährungen sind nicht reguliert. Ja, aber als ich glaube, Firma sind Sie schon da. Okay, okay, prima. Gut, okay. Dann reicht mir das schon. Weil ich weiß, dass Sie keine Jahre alt sind. Ihre Plattform ist gerade mal am 10.6. Sie ist 200 Tage alt, Ihre Plattform. Okay, was müssen Sie dann weitermachen mit Danke, Ihrer Konto? Nichts mehr. Mit Betrügern mache ich nicht zusammen. Schöne Tag dann. Ja, Ihnen nicht. Hallo? Jason Reismann? Ja. Tag. Guten Tag. Elke Dag ist am Apparat. Wer bitte? Monexus. Elke Dag ist am Apparat, Firma Monexus. Sie reden ein bisschen schnell. Versuchen Sie es mal ein bisschen langsamer, dann verstehe ich auch etwas. Elke Dag ist mein Name, Elke. Ja. Dag ist mein Vorname. Sie haben über unser Link über Gas, Erdgas geklickt. Da haben Sie über Gas interessiert, richtig? Ja, das kann durchaus sein. Ich bin sehr interessiert an vielen Dingen. Und jetzt wird man angerufen, weil man einen Link anklickt? Ja, natürlich. Ach man, oh, das ist ja neu für mich. Ich habe auch neulich bei Amazon geguckt und ich habe bei Mercedes geguckt. Die rufen aber nicht gleich an. Warum rufen die denn gleich an, wenn ich einen Link anklicke? Wir haben Sie Ihre Registration gesehen. Was haben Sie gesehen? Plattform, auf Ihre Registration. Ah ja. Ihre Anmeldung, ja. Wir haben das gesehen und dann wir haben Was das haben Sie gesehen? Ihre Registration. Ja. Bei uns. Ja. Und wir haben Ihnen... Und wir rufen Sie an. Gut, hallo. Hallo. Sagen Sie mir bitte, haben Sie früher gehandelt? Das geht Sie doch gar nichts an. Weil ich muss bestehen, da haben Sie Erfahrung oder nein, oder gar nicht. Was für, in was denn?
auf dem Trading, auf dem Gas, auf dem Krypto, auf Amazon. Da Ach, darum geht es. Ach, darum. Das haben Sie ja noch nicht gesagt. Ja, natürlich. Finanzmarkt. Aha. Ja, habe ich schon ein bisschen Erfahrung, ja. Aber Sie haben keine Interesse an dem, ja? Da ich höre Ihre Stimme. Sie hören meine Stimme. Das ist auch gut so beim Telefonieren. Natürlich gut, aber ich glaube, Sie wollen nicht mit mir sprechen. Wieso? Oder? Wie kommen Sie darauf? Ich? Woher komme ich? Nein, ich habe gefragt, wie Sie auf die Idee kommen. Weil Sie eine seltsame Stimme haben. Ach, ich habe eine seltsame Stimme. Man hört also an der Stimme schon immer etwas. Okay. Nein, nicht das. Entschuldigen Sie mich für meine Worte, aber ich glaube, da wollen Sie mit mir nicht sprechen, weil Sie haben mehrere Anrufe bekommen, richtig? Was bitte haben Sie bekommen? Von Ihnen mehrere Anrufe? Von verschiedenen Firmen. Ach, ist das schlimm? Ich weiß es nicht. Ja, und wieso gehen Sie da davon aus, dass das schlimm ist? Ich weiß es nicht. Ja, und warum unterstellen Sie mir das dann? Ich stelle sich vor. Was? Sie stellen mich vor? Sagen Sie mir bitte, antworten Sie auf meine Fragen. Ja, Sie antworten. Versuchen Sie doch erstmal ein bisschen Deutsch zu reden. Ich verstehe Sie gar nicht, was Sie wollen von mir. Sie haben bei uns Ihre Registration gemacht. Ich will Ihnen helfen mit der Aktivierung. Ah, jetzt kommen wir zum Punkt. Wie ich will. Ja. Aber meine Frage war, verdächtigen Sie mich wegen etwas oder was? Wieso soll ich Sie verdächtigen? Ich kenne Sie doch gar nicht. Okay, da bereiten Sie schon Ihr Handelskonto aktivieren, oder? Was bereiten? Ich verstehe Ihr Deutsch nicht. Bereiten Sie Ihr Handelskonto zu aktivieren? Das ist kein deutscher Satz. Verstehe ich nicht. Tut mir leid. Und wie kann ich auf Deutsch diesen Satz sagen? Vielleicht lernen Sie erstmal Deutsch sprechen, dann verstehe ich auch deutsche Sätze. Das, was Sie sprechen, das ist so ansatzweise ein bisschen Deutsch, aber falsche Wörter zur falschen Zeit, das macht keinen Sinn. Wie kann ich auf Deutsch diesen Satz sagen? Ich weiß ja gar nicht, was Sie sagen wollen. Ich glaube, meine Frage war so richtig. Meine Frage war so richtig. Ja. Welche Frage war das dann? Bereiten Sie schon Ihr Handelskonto aktivieren? Ich bereite nicht mein Handelskonto zu aktivieren, weil das gibt keinen Sinn. Versuchen Sie das doch mal irgendwie mit Deutsch. Welche Deutsch? Und ich sage Nein, das ist Deutsch. Kein Deutsch. Der Satz, bereiten Sie Ihr Handelskonto zu aktivieren, ist kein Deutsch. Warum habe Ihnen mein Angebot nicht gefallen? Und warum mein Deutsch ist schlimm für Sie? Ja, das weiß ich nicht, warum Ihr Deutsch schlimm ist. Das ist jedenfalls fürchterlich, weil ich Sie gar nicht verstehe, was Sie sagen. Oder zumindest, was Sie was sagen wollen. Was haben Sie nicht verstanden? Wiederholen Sie noch einmal. Der Satz war, bereiten Sie Ihr Handelskonto zu aktivieren. Was soll das heißen? Das ist kein deutscher Satz. Ja, und welcher Satz ist? Ich weiß ja nicht, was Sie damit sagen wollen. Das müssen Sie doch wissen, was Sie sagen wollen. Warum sprechen Sie mit mir so? Ja, weil ich Sie gar nicht verstehe. Ihr Deutsch ist einfach so schlecht. Okay, und korrigieren Sie mich. Ich weiß doch gar nicht, was Sie sagen wollen. Wie soll ich Sie denn korrigieren, wenn ich gar nicht weiß, was Sie sagen wollen? Warum schreien Sie? Ich schreie nicht. Wollen Sie, dass ich schreie? Soll ich noch ein bisschen lauter reden? Verstehen Sie dann vielleicht ein bisschen besser? Ja, ich verstehe besser. Ja, schön, dann rede ich ein bisschen lauter. Okay. Bereiten Sie schon
Ihr Handelskonto zu aktivieren. Was meinen Sie mit bereiten Sie schon? Ist mir ein Rätsel. Das heißt, ist das. Sie müssen und Sie sollten mich nicht unterbrechen. Wenn Sie mich noch einmal direkt unterbrechen, lege ich sofort auf. Ja? Ja. Sie haben Ihre Registration gemacht. Richtig. Das ist richtig. Okay. Und Sie haben das gelesen. 250 ist das minimale Betrag. Mit richtig. Welche werden Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Nee, das mache ich erst dann, wenn ich über Ihre Firma etwas weiß. Monexus, Sie sind jetzt auf der Plattform? Nein, bin ich nicht. Da ich sende jetzt in WhatsApp unsere Plattform, okay? Ja, können Sie gerne mal versuchen. Okay, bleiben Sie bitte dran, ich suche Ihre Telefonnummer. Natürlich. Jetzt, ich spreche auf Deutsch gut? Man kann es gerade so verstehen. Mhm. Danke. Wie alt sind Sie, sagen Sie mir bitte. Das geht Sie doch eigentlich auch nichts an. Wie alt sind Sie denn? Ich bin 28 Jahre alt. Siehst du, ich bin ein bisschen älter. Mhm. Und wie alt sind Sie? Ich bin 50. Oh, gut. Haben Sie schon mit meinen Kollegen gesprochen oder nein? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wer Ihr Kollege ist. Sagen Sie bitte noch einmal, haben Sie auf diese Nummer kein WhatsApp? Natürlich nicht, habe ich ja nie gesagt. Warum suche ich jetzt Ihre Telefonnummer in WhatsApp? Das weiß ich nicht. Sie haben mir gesagt, Sie wollen mir per WhatsApp eine Nachricht schicken. Okay, dann versuchen Sie das. Das habe ich Ihnen gesagt. Sie merken ja nicht mal, dass Sie gar nicht auf einem Handy anrufen. Und jetzt, ich sende Ihnen per E-Mail, okay? Nee, aber erstmal sollten Sie mir einfach mal erklären, Ihre Firma zum Beispiel. Monexus, wie war das? Monexus, richtig. Ja, Monexus und dann .de? .com. .com, schauen wir mal. So, und das ist die Firma, wo ist der Sitz dieser Firma? Ich habe Ihnen die E-Mail. Alles ja, ich hab sie doch jetzt am Telefon. Deswegen können Sie mir das ja gerne mal beantworten. Da brauche ich nicht extra. Fragen Sie mich und ich antworte. Ja, noch ich habe einmal gefragt, wo der Sitz dieser Firma ist. Frankfurt am Main. Also sind Sie eine deutsche Firma? Natürlich. Ah ja, okay, prima. Hervorragend. Gut, dann können Sie mir sicherlich auch sagen, wo Sie als deutsche Firma reguliert sind und Ihre Adresse hätte ich gerne. Ihre Adresse können Sie suchen auf unserer Plattform. Meine Adresse brauche ich nicht suchen. Ihre Adresse will ich wissen. Ich hab Ihnen alles per E-Mail geschickt. Ja, aber ich bin gerade nicht auf meinem E-Mail-Postfach. Aber dann können Sie mir doch sicherlich sagen, wenn Sie mir das geschickt haben, die Regulierung Ihrer Firma haben Sie sicherlich dann auch geschickt? Oder können Sie mir das sagen? Sie haben wahrscheinlich keine Frau und Kinder, ja, weil Sie eine verdammte Person sind. Ja? Ich habe wieder einen Scammer erwischt. warum sind Sie so ein Idiot? Ja, der richtige Idiot bist du. Ich lach dich aus. Dummer Scammer, fürchterlich dummer Scammer. zu dumm, wirklich selten dämlich. Und weißt du noch irgendwas zu sagen? Möchtest du den YouTube-Zuschauern noch was sagen, die dir gerade zuhören? Welche Idiot. Oh mein Gott. Sagt der Scammer. Ganz Deutschland lacht dich aus. Oh mein Gott. Ist das geil. Ein dummer Scammer. Wieder einer reingefallen. Ja. Frankfurt. Sie sind in einem natürlich. Haus, oder? Frankfurt. Oder wo? Mit einem Anruf aus Österreich. Natürlich Frankfurt. Sie sind ganz in klar. In einem physischen Haus. Ist das lustig. Dumme Scammer, die nicht mal schnallen, wie dumm sie sind.
Und wollen Sie den YouTube-Zuschauern noch mal was sagen? Sie sind gerade live sind bei so auf dumm. YouTube. Sie sind so dumm. Ich bin nicht dumm. Ja, Sie sind ganz schlau. Sie sind ein ganz schlauer Mensch, ein Scammer, ein ganz schlauer Scammer. Scammer sind grundsätzlich dämlich, sonst würden die sowas nicht tun. Ja, Sie sind völlig legal, ne? Und Sie sind auch reguliert, ne? Ja, Gott. Ja. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Ich lach dich aus. Ich lach Warum? Dich aus. Weil du so, so dumm bist. Weil ich lach dich aus, weil du so dumm bist. Ganz Deutschland lacht über dich. Sie haben kein Geld. Sie haben auf unsere Unternehmen gezahlt. Ich habe kein Geld, natürlich. Ich bin natürlich. Ganz arm, natürlich. Ja. Ich verdiene mein Geld damit, solche Scammer wie dich bloßzustellen auf YouTube. Das ich bringt gutes Geld. Menschen wie Sie. Sie sind reale Idiot. Natürlich. Ja, genau, das sagt mir ein Scammer. Ist das komisch. Wieder mal ein Scammer, der nicht schnallt, wie lächerlich er ist und sich macht. Na, kommt noch was Sinnvolles? Sie sind idiotisch. Ich sehe da gar nichts. Ja, du siehst gar nichts, weil du dumm bist. Ich sehe richtig. Sie, weil Sie haben natürlich... Sie, ja, natürlich, klar. Natürlich. So, ja. Natürlich, klar. Weil nun sag doch mal was für die YouTube-Zuschauer. Nun sag doch mal was. Sehen Sie, ich wünsche Ihnen natürlich alles Gute. Ja, ich wünsche Ihnen nichts Gutes. Ich wünsche Ihnen die Pest an den Hals oder einen schmerzvollen Tod. Oh, Gott. Genau. Okay, gut. Haben Sie etwas über Boomerang gehört? Ja, natürlich, klar. Ja. Ja. Bla, bla, bla. Sie schnallt es immer noch nicht. Sehen Sie, Ihre Familien werden alle sterben und Sie auch wieder hören. Ja, das ist natürlich. Jeder Mensch stirbt. Genauso wie Sie.